Ja, hallo, ich untersuche gerade die Reichmacher und da fällt mir auf, dass die ganze Überwachung, wo alle sagen, oh, Hilfe, wir werden überwacht, NSA und so, das ist gut. Wir brauchen viel mehr Überwachung. Ja, wir brauchen noch Überwachung in unseren Gehirnen. Ne? Weil Daten gehen verloren, sagen wir ehrlich. Also Frauen kennen das, wenn sie ihren Mann losschicken mit einer Einkaufsliste, die mehr als zwei Dinge umfasst, dann geht ein Drittel der Daten verloren. Ja, wenn sie sagen, bring Brot, Sahne, Kirschmarmelade mit, kommt er ohne Kirschmarmelade wieder. Und das führt zu Konflikten. Weil Frauen, sagen wir, wie es ist, Frauen verfügen über Vorratsdatenspeicherung. Ja, eine Frau kann ja sagen, du hast am 9. Februar 2003 um 9.16 Uhr zu mir gesagt, ich sehe ein bisschen pummelig aus und gestern die Kirschmarmelade vergessen. Schätze, das war's, Schätzchen. Ja, und da wäre es doch sehr viel sinnvoller, im Supermarkt einfach beim Verfassungsschutz anzurufen und sagen, hör mal, ihr kennt euch da aus, was stand auf der scheiß Liste drauf? Und dann sagt der Verfassungsschutz, nein, die haben wir gerade aus Versehen weitergegeben. Das war einer von den zwei Datensätzen, die gingen an die NSA. Und dann hacken sie sich da rein bei der NSA, stellen fest, dass die Daten sind schon wieder weitergewandert an die Engländer ins Tempura-System. Denen war das zu heiß, die haben das wieder zurückgegeben an den CIA. Und die haben das eingebaut in den Computervirus Stuxnet, der in dem Iran Atomanlagen kontrolliert. Und wenn sie noch einmal auf die Einkaufsliste zugreifen, dann wird eine Atomkatastrophe ausgelöst, die ganze Welt eine rote, breiige Masse verwandelt. Und dann fällt es ihm wieder ein, Kirschmarmelade. Ja, also wir brauchen wirklich, wir müssen uns klar machen, was uns wirklich reich macht. Und teilweise ist diese digitale Sache, das ist ja auch ein Fluch. Ja, aber versuchen Sie mal, das abzuschaffen. Das wird schwierig. Nehmen wir mal Sie mit der Brille, wie heißen Sie? Helmut. Helmut. Nehmen wir mal an, Helmut, Sie haben irgendwie eine Erleuchtung und Sie wollen Fernseher abschaffen. Sie brauchen das nicht mehr, Helmut. Und Sie haben aber ungewöhnlicherweise so einen computerverseuchten Neffen. So einen, der eine Kuh für eine App hält. Ja? Also irgendwie so, ne? Und der sagt, will was Interaktives, will Smart TV. Und dann sagen sie, weißt du was? Ich habe schon das neueste Smart TV. Er sagt, wo? Und sie sagen, da drüben und deuten auf den leeren Wohnzimmertisch. Er sagt, ich sehe nichts. Dann sagen sie, du kannst auch nichts sehen. Das ist der Flash 9500. Das ist das neue Smart TV, der Extra Smart Generation. Der ist sowas von Flat Screen. Und verfügt über eine See-Through-Technology, die über Air Infusion dafür sorgt, dass sich seine Moleküle mit denen herkömmlicher Luft so verbinden, dass er fürs bloße Auge gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Und dann Helmut sagt ihr Neffe, mach mal an! Und die sagen, er läuft bereits. Ich sehe nichts. Du kannst auch nichts sehen, weil die Technik so weit fortgeschritten ist, dass sie über ein Video-Streaming by Acoustic Transmission verfügt. Er sagt, was ist denn das? Sie sagen, das bedeutet, er sendet akustische Signale aus, die dann im Gehirn in Bilder umgewandelt werden und das in Super HD Brilliant Color Design. Er sagt, mach mal, mach mal, mach mal. Und dann nehmen sie ein Buch zur Hand. In dem Fall schöpft er ein bisschen Verdacht. Sagt, was ist denn das? Und sagen, das ist die Data Box. Jetzt macht die Augen zu, dann streamen die Images besser. Dann lesen sie ihm ein Märchen vor aus Tausend und einer Nacht und während er einschläft, murmelt er noch, oh wow, Flash 9500, ist ja sogar 3D und Dolby Surround.